Moin Leute vom Bau und herzlich willkommen. Ja, wir sind wieder in Bad Pyrmont. Die Woche ist sehr kurz für mich. Wir werden jetzt schon mal Rollleitung weiterlegen. Die drei Jungs von anderen Firma sind noch nicht da. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Rohre rangefahren, dass wir jetzt immer ordentlich Rohrleitung legen können. Hab den Rohrlaser mal aufgebaut, weil ich habe ja letzte Woche zum Beispiel gar nicht gehabt. Ja, mal gucken, was wir diese Woche jetzt noch schaffen in den zwei Tagen. Beziehungsweise ich werde am Donnerstagabend wieder hierher fahren, dass ich Freitag und Samstag für die Stützen, die Sauberkeitsschicht, das kann ich ja alles mit meinem 3D-System machen. Ja, werde ich dann noch rausnehmen, weil die nächste Woche die Sauberkeitsschicht spätestens drin haben müssen. Weil am Mittwoch oder Donnerstag nächste Woche schon die Stützen kommen, die dann hier gestellt werden. Genau, so ist der Plan für heute. Vorleitung legen, noch ein bisschen Boden einbauen über die Rigole. Und dann sehen wir mal weiter. Leute, ich habe noch ein Anliegen an euch. Und zwar benutze ich ja bei den Zeitraffern immer die gleiche Musik. Das liegt aber auch daran, weil ich nicht alles finde. Ihr könnt mir ja gerne mal ein paar Links senden, via Instagram oder per E-Mail. dennisvombau@gmail.com. Die Musik muss aber GEMA-frei sein. Ihr könnt mir ja ein paar Links her senden, dass ich mal andere Musik mit reinhaue, die euch auch so gefällt. Wo man sagt, okay, das kann man für Zeitraffer benutzen. Das wollte ich nochmal ansprechen, weil ich jetzt immer die gleiche Musik benutze, aber ich habe halt keine andere Musik. Könnt ihr gerne mal machen. Was ist hier eigentlich gerade schon wieder mit dem Wetter los? Vorhin war noch so schönes Wetter, jetzt auf einmal regnet es. Aber mein Kollege hat sich kurz reingesetzt, damit er nicht nass wird. Soll eine rauchen, da hinten wird es ja schon wieder hell. Ich warte jetzt auch kurz und dann, sobald er dann wieder da ist, geht es weiter mit dem Zeitraffer. Jetzt gleich wird es ein bisschen tricky, das heißt, ich werde gleich noch ein Rohr legen können. So viel Platz haben wir hier noch, dass ich hier vorne alles legen kann. Dann muss ich mich aber quasi hier hinstellen, hier, und alles mit dem Greifer aufmachen, weil hier wird ja der Schacht gemauert und ja, dadurch, dass das quasi offen ist, hier kann ich gleich noch den Ring draufsetzen, dass der zu ist. Ich kann mich jetzt nicht nach da bewegen.
weil hier halt alles offen ist. Deswegen werde ich den Rest gleich mit dem Sortierreifer aufmachen müssen. Ja. Ach man, das kannst du auch wieder keinem erzählen hier. Eigentlich waren wir gerade dabei, noch das letzte Rohr zu schneiden, wo der Schacht hinkommt. Ja, das lassen wir jetzt sein. Machen das morgen früh. Ja, nützt ja alles nicht, sauer. Wir sind hier jetzt schon durch, mein Kollege ist schon durch. Ich war jetzt gerade nur kurz mal Benzin holen. Ja, egal, wir machen Feierabend, wir sehen uns dann morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir warten jetzt noch auf die Jungs, die hinten verfüllen sollen. Ich habe den Laser alles schon eingestellt für die Jungs. Also viel geht da tatsächlich doch nicht rein. Wir haben eigentlich gedacht, dass wir diesen großen Berg da reinbekommen. Ja, wird aber nichts. Gestern mussten wir ja leider abbrechen wegen dem starken Regenfall. Das heißt, wir schneiden jetzt die Rohre, legen das jetzt noch schnell zu Ende hier. Und dann kann ich die Rigole verfüllen und die Jungs können hinten die ganzen Stupfen auf Höhe machen. Da kommt auch so eine Pilze rüber, die kann ich euch gleich mal zeigen. Sobald ich hier fertig bin mit legen. Und verfüllt werden kann. Ja, kann alles fertig gemacht werden. Ja, die Rohrenden liegen. Das heißt, Chef habe ich schon Bescheid gesagt, dass er sich darum kümmern kann, dass die Schächte dann gemauert werden, damit wir die auch wieder anfüllen können. Jetzt begeben wir uns auf jeden Fall an die Rigole, damit wir die ganzen Berge hier wegbekommen, weil die Baustelle sieht ja schon wirklich scheiße aus. Überall liegen Berge und ach, ja. Kein Platz, dann kannst du es nicht einbauen. Aber jetzt können wir es einbauen und jetzt werden wir es auch machen. Es hat jetzt ein wenig aufgehört zu regnen. Ich werde jetzt das Mineralgemisch hier umsetzen, dann können wir Sand ranfahren und dann fahren wir den Füllboden darauf. Please, set it up in line.
So, ersten Teil haben wir schon mal fertig. Ich muss mal das Fenster machen, das ist ja laut hier. Ersten Teil haben wir soweit fertig, wird jetzt abgerüttelt. Dann können wir jetzt gleich, ich habe hier nämlich schon wieder Sand verteilt. Können wir dann gleich wieder den Füllsand auffahren und immer peu à peu zumachen, ne? Dass hier endlich die ganzen Berge verschwinden. Ich wollte euch noch die Anschlusstrichter zeigen. Und zwar sehen die nämlich so aus. Damals hast du noch die ganzen Schmutzwasserleitung ausgeschaltet. Ich sag mal so 30x30, 40x40 mit Holz im Rechteck. Heutzutage wird das so gemacht. So Leute, jetzt habt ihr mal die Anschlusstrichter gesehen, die in den Beton mit eingeführt werden, wozu die dienen. Genau, ich werde jetzt weiter den Boden hier einbauen, Mineralgemisch einbauen und mein Kollege macht die ganzen Anschlusstrichter jetzt gerade fertig. Ja Leute, fast Feierabend, aber der Haufen ist fast weg. Wir haben schon einiges eingebaut. Ich nehme gerade noch die Fahrspur hier raus, weil morgen nämlich einige LKWs fahren werden. Und das war so nass, das haben wir so nach links und rechts gefahren. Also das war so nass halt, dass wir das jetzt nochmal auswechseln müssen da. Damit die da morgen sich nicht festfahren, ne? Ja Leute, wir haben jetzt gut was zubekommen bei der Rigole. Fast die Hälfte, hier haben wir jetzt noch kein Mineralgemisch eingebaut. Und zwar hätte das zeitlich nicht mehr gepasst. Ich musste die Umfahrt hinterm Schacht quasi nochmal erneuern, weil hier morgen die ganzen LKWs reinfahren und uns beliefern mit Füllsand und Mineralgemisch. Alles abgerüttelt. Wir haben fast alles am Boden aus der Gerätehalle raus. Den Rest macht mein Kollege morgen früh, den da. Dann fährt er die ganzen Winkelstützen noch alle hier raus. Die stellt er nämlich auf die Fläche, wo wir heute das Mineralgemisch eingebaut haben. Wir haben dort den Graben zugemacht. Hier lief dann noch der Graben lang zugemacht. Dann war hinter dem Mineralgemischberg auch noch Boden. Den habe ich auch noch da gesetzt. Er hat nebenbei weggefahren, dass er morgen früh nicht so viel Stress hat. Hier lag was, hier lag was. Das habe ich umgesetzt, als er gerüttelt hat. Das wäre alles ein bisschen zu stressig gewesen. Genau, mein Bagger habe ich abgestellt. Das kommt alles morgen raus. Morgen kommen die Jungs zum Verfüllen von den Fundamenten. Ach genau, und wir haben auch schon die ja, jetzt fällt mir gerade nicht der Name ein, wie die Dinger nochmal heißen hier. Die habe ich euch gerade erklären lassen. Moment. Die Anschlusstrichter meine ich. Genau. Die Anschlusstrichter sitzen drauf in dem ersten Teil. Dort kann morgen alles angefüllt werden. Hier kommen auch Vertiefungen rein für die Stützen, die gesetzt werden. Hier
warum auch immer da jetzt wieder der ganze Scheiß drin sitzt, hier auch. Und insgesamt werden es ungefähr 30 Stück sein. Die Rohbauer werden morgen Beton machen, Donnerstag wieder alles ausschalen, dann kann ich nämlich am Freitag, wenn ich wieder hier bin, hier vorne die letzten Stützen machen, oder was heißt die letzten? Auch einige Stützen. Und Stützen kommt noch hier runter, bis zum Radlader hinten hin, hier runter. Also ich glaube insgesamt 30 Stützen. Genau, so ist der Plan dann. Das heißt, heute war nicht der letzte Tag, sondern es geht die Tage weiter. Auf jeden Fall habe ich jetzt Feierabend. Es ist jetzt 7:15. Ich werde noch alles am Material oder am Werkzeug rauspacken aus dem Bulli, damit mein Kollege hier was hat. Und dann habe ich die nächsten zwei Tage frei. Fahre Donnerstagabend wieder hierher und kann Freitag früh in Ruhe starten. Wir sehen uns dann in 2 Tagen. Moin Leute, es ist schon wieder Freitag, meine 2 Tage Urlaub sind um. Katastrophe hier. Also nicht, dass hier irgendwas falsch gelaufen ist, aber zu wenig. Hier wurde zu wenig geschafft. Jetzt hat sich einer krank gemeldet. Also es wurde, die haben gut was gemacht. Aber es ist jetzt zu viel für 2 Leute. Der dritte hat sich krank gemeldet. Eigentlich war der Plan, dass ich heute die Fundamente schon anfange. Und die Jungs verfüllen hier weiter ich nehme die Stützen raus, die Höhen. Und die anderen verfüllen die Fundamente im Büro-Trakt. Ja, der eine hat sich aber krank gemeldet. Das heißt, ich und mein Arbeitskollege sind jetzt nur zu zweit hier. Mussten wir jetzt noch ein paar Leerrohre verlängern. Ja, alles nicht so einfach hier. Deswegen wird heute wahrscheinlich auch nicht viel von mir kommen. Zwischendurch mal so ein Update. Aber ich habe keine Zeit für Zeitraffer. Das geht gerade nicht so. Ja, wir sind noch fleißig. Hinten haben wir jetzt die Leerrohre drin, haben schon wieder aufgefüllt, Mineralgemisch abgerüttet. Die zweite Fläche macht mein Kollege gerade. Ich mache das Stück hier vorne jetzt gerade. Das haben sie zwar schon gebaut gehabt, aber es ist viel zu tief. Hier wurde nämlich vergessen, wir müssen auf 32 von Oberkante Fundamenten, bis wir runter ist unser Mineralgemischplanum. Wenn du es aber einbaust, musst du auf 30 einbauen, weil du ja noch 2 cm rüttelst. Das wurde vergessen. Wir müssen auf jeden Fall dieses Stück noch fertig machen und eigentlich auch noch die beiden. Und dann können wir dann morgen hoffentlich rüber in diese Fläche gehen und unsere Stützen rausnehmen, die Sauberkeitsschicht für die Stützen, die ja übernächste Woche kommen. Ja, ein bisschen Katastrophe, wird ein langer Tag heute wieder, morgen auch. Da bist du einmal 2 Tage nicht da. Mann, nein. Aber wird schon, ne? Wird straff, aber muss ja. Jo, wir haben es fast geschafft. Perfekt, ich werde euch noch ein bisschen den Sand auf die Regole einbauen, damit wir morgen nämlich den ganzen Ausdruck von den Stützen direkt darauf schmeißen können. Und wir das morgen früh nicht machen müssen. In der Zeit rüttelt mein Kollege hier ab, macht das fertig, ich mach das fertig. Und dann können wir morgen früh schön starten. Ja, wir haben fertig soweit. Ich fahre jetzt schon mal den letzten Füllsand unten rein. Und damit wir quasi hier direkt morgen Platz haben. Weil von dem Fundament aus, hier lang gehen die ganzen Stützen lang und hier unten lang gehen die. Deswegen nehme ich das nämlich schon alles weg. Mein Kollege macht da hinten gerade alles fertig. Und dann können wir morgen nämlich den ganzen Bodenaushub und den Bodenaushub, der da hinten liegt, direkt reinfeuern da und müssen das nicht noch morgen früh machen. Ich habe sowieso jetzt Zeit. Mein Kollege rüttelt das dann gleich noch und dann geht's ab in die Haier. Ich bin mega kaputt. Super, der Boden da hinten ist weg. Man sieht ja noch das Dunkle da hinten. Dann kann ich da morgen direkt auch anfangen. Hab alles hier reingefahren. Ich werde das morgen früh als erstes auseinander machen, einmal abrütteln, dann können wir da noch eine Lage drauf bringen. Mein Kollege ist auch fertig, morgen früh noch die Winkelstützen da weg. Ich schließe jetzt alles ab, wir haben es jetzt schon wieder 7:15. Das reicht für heute. Dann morgen nochmal schöne Attacke machen und dann ist Wochenende. Guten Morgen allerseits. Ja, die Rohrleitung, der letzte Stutzen, der jetzt so dazu kam, den haben wir jetzt gelegt. Ich habe den Boden, den ich jetzt gestern noch umgesetzt habe, schon verdichtet, auseinander gemacht, verdichtet. Jetzt geht es an die Fundamente ran oder an die Vertiefung. Das sind alles diese Punkte hier. Das sind ein paar. Ich hoffe, dass wir die meisten heute auf jeden Fall rausbekommen. Müssen wir mal sehen. Laser habe ich aufgebaut.
um nochmal zu kontrollieren, weil irgendwas stimmt ja mit meinem GPS hier nicht. Ich bin manchmal 2-3 cm zu hoch, obwohl ich im Display direkt auf 0 bin. Aber das werde ich jetzt nochmal kontrollieren. Genau. So ist der Plan für heute. Die ganzen oder die meisten Fundamente auf jeden Fall rausnehmen. Bin gespannt, wie lange es dauert. Auf der linken Seite dauert es nicht so weit, weil nicht so lange, weil wir haben da ja schon durch die Fundamente relativ viel Bodenaushub mit rausgenommen. Das heißt, wir müssen da vielleicht noch 15 cm tiefer. Einmal hier runter. Hier natürlich nicht, hier sind wir nochmal einen halben Meter höher. Hier kommt nochmal ordentlich Bodenaushub raus. Das hier meine ich zum Beispiel. Jetzt habe ich mal die Oberkante genommen von dem von der Sauberkeitsschicht. Da bin ich jetzt quasi bei minus 8, minus 9. Die ist aber 13 cm höher als unsere fertige Platte. Deswegen, das ist nämlich, also eigentlich müsste da jetzt 13 oder 14 oder 12 stehen. Das wäre noch so im Toleranzbereich. Und bei mir zeigt er 8 oder 9 an und das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Deswegen, irgendwas muss hier falsch sein. Ob man den nochmal zentrieren muss, ich weiß es nicht. Kennt sich jemand mit Topcon aus? Wenn ja, dann schreibt es gerne mal unter die Kommentare, wie ich das am besten hier irgendwie im Programm neu individieren kann. Ich weiß es nicht. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some meat to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. Ja, wir haben schon ein paar Löcher rausgenommen hier. Alles, was ihr links hier seht, das eine hier in der Mitte. Hier vorne ist noch eins. Hier zwischen kommt jetzt noch eins. Mein Kollege rüttelt gerade die Leitung, die wir da gelegt haben. Da kommen auch noch zwei hin. Sind dabei. Also, mein Plan ist es eigentlich jetzt noch, die sechs hier, den einzelnen. Und die hier noch rauszunehmen und das reicht. Und dann machen wir Montag diese letzten Dinger hier. Das sind dann auch 7-8 Stück oder so. Jo Leute, die letzten 6 Stück. Hier vorne noch 3, dann dort hinten. Und dann sind wir hier erstmal durch. Ich bin auch so kaputt, ne? Ich freue mich auf mein Bett, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Leute, wir haben fast alle raus. Es fehlen jetzt nur noch 4 Stück. Die machen wir aber am Montag, das reicht für heute. Bis ich zu Hause bin, bis wir zu Hause sind, das dauert auch noch 1,5 Stunden. Und wie ihr seht, habe ich meinen neuen Firmenwagen bekommen. Den zeige ich euch nachher auf jeden Fall mal. Kommt nach diesem Video quasi. Ich weiß, ich hatte diese Woche nicht viel zu zeigen, aber wir hatten halt auch Termindruck und alles. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Lasst mir doch mal gerne ein Like da, Abo, gebt ein Feedback, was ich verbessern kann und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Haut rein.